So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind immer noch im RP und heute fängt der frühe Vogel den Wurm. Wir sind jetzt so, ja, ich glaube 4:30 Uhr oder so ist es gerade. Und ja, ist relativ am Ende jetzt des RPs. Und wir müssen noch ein bisschen Rotwild, ein bisschen Steinwild schießen, sonst sind wir durch. Das schaffen wir aber, denke ich mal. Das liegt alles im Bereich des Möglichen. Deswegen gucke ich jetzt erstmal morgens ein bisschen nach Sauen. Die stehen hier nämlich gerne mal auf den Feldern oder so. Und danach gucken wir dann mal morgens, trinkt nämlich das Rotwild. So ab 6 Uhr. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht ja, das eine oder andere entdecken können. So, da ist jetzt schon die erste Sau. Bevor die wegziehen, schieße ich die mal lieber. Ja, die dahinter steht mir nicht breit genug. Das wird nichts. Aber haben wir schon mal eine Sau. Das ist schon mal ein guter Start. Das ist doch immer wichtig, gut reinzustarten. Den Rest bekommen wir da jetzt nicht mehr. Das ist alles ohne Kugelfang. Ja, nö, das sieht schlecht aus. Aber wenigstens eine, das passt. Da sind Wölfe. Aber die Wölfe lassen wir mal Wölfe sein. Da haben wir schon genug Erfahrung mit gemacht, muss ich sagen. Also es muss jetzt nicht auf den letzten Drücker auch nochmal einen Wolfsangriff geben. Also von mir aus. Von den Wölfen aus werden wir sehen, wie sie sich dazu entscheiden. Ja, genau. So, schauen wir mal. Irgendwo müsste die Sau da liegen. Schuss müsste, ja, vielleicht ein bisschen hoch, aber eigentlich ganz gut. Ist ja auch relativ schnell runtergegangen. Also, ich denke mal, das sollte passen. Müsste, glaube ich, eine Bache gewesen sein, soweit ich da jetzt drauf geachtet habe. Aber bei den Sauen, solange es nicht eine große Leitbache ist, ist das ja eh relativ Fumpe. Die machen hier alle Schaden. Ja, genau. Bache, Lungenschuss. Passt. So soll es sein. Das ist auch ein ganz guter Start in die heutige Folge. Sehr, sehr schön. Guti. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir hören uns gleich wieder. Da bin ich gerade ein bisschen überrascht worden. Hier vorne sind Sauen. Damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Ich glaube, es war sogar nur eine. Sehr gut. Ja, haben wir die zumindest. Apropos, man hat gerade einen Fasan gehört. Ich werde wahrscheinlich in der letzten Folge ein bisschen auf Niederwild gehen wollen. Mit der Flinte. Das ist heute übrigens die vorletzte. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ein bisschen am Ende nochmal Spaß haben, weil ihr habt ja auch gesagt oder euch gewünscht, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen auf Niederwild gehe. Ich habe tatsächlich schon das ein oder andere Mal ohne Aufnahme einen Fasan geschossen. Habe ich manchmal schon eine Flinte dabei gehabt. Jetzt aber nicht viel, 2, 3 oder so. Nicht so die Masse. Aber es ist der Plan für die letzte Folge. Außer wir schaffen das jetzt natürlich nicht mit dem Rotwild und Steinwild. Dann nicht, aber doch, so ist es geplant. Und ich hoffe mal auch, dass ich das so durchziehen kann. Würde mich freuen, weil ihr wünscht es euch und deshalb würde ich auch gerne auf den Wunsch eingehen. Aber jetzt erstmal weiter. So, ich bin ein bisschen weiter gepirscht und da kommt eine Sau direkt auf mich zu. Das hat sie vermutlich noch nicht so ganz gemerkt, dass ich hier stand. Aber jetzt schon. Sehr, 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 sehr schön. So soll das doch. Guti. Also bisher läuft es mit den Sauen. Eine Bache. Hier und Schuss, genau, wollte ich ihn hinhaben. Da braucht man auch nicht für Lunge gehen oder so. Dann kann man auch mal einen Schuss aufs Haupt setzen, finde ich. Dann liegt es auch direkt im Knall. Das passt soweit. Ja, guti. Plan soweit schon mal aufgegangen. Gut rein voll, starten in die Folge mit der einen oder anderen Sau. Sehr, sehr schön. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht kommt jetzt auch mal das erste Stück Rotwild. Södele, es ist jetzt schon viel heller geworden und sollte relativ
bald das Rotwildtier eintrudeln zum Trinken. Ich werde mich mal an dem See postieren hier. Den kennt ihr, glaube ich, auch schon alle. Hier war ich schon das ein oder andere Mal und habe hier Ibexe ganz gut ausgerottet. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen Rotwild geschossen. Meistens stehen sie da so. Schauen wir mal gleich, was so passieren wird. Ich denke mal, ich werde mich hier erstmal irgendwie hinhocken und abwarten. Ich habe jetzt keinen Sitz oder so dabei. Aber da sind Wölfe. Ja, die müssen erstmal weg, bevor sich das Rotwild hier hintraut. Und ja, dann schauen wir mal. Ich hole euch auf jeden Fall gleich wieder dazu, wenn hier hoffentlich gleich das Rotwild am See steht. Södele. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber von da oben kommt Rotwild. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass man da als erstes Rotwild sieht. Aber da sind die Wölfe weg und von der Seite kommt Rotwild. Spannend, spannend. Schauen wir mal, wo sie hinkommen. Und wenn sie mal ein bisschen näher sind, kann man da auch schon mal eins schießen. Es sind genug weibliche. Die soll es ja auch hauptsächlich gehen. Schauen wir mal. Aber hier stehen normalerweise auch welche. Ich sehe schon gleich, ich werde hier überrannt oder so von hinten. Ich hätte mich vielleicht auf die andere Seite vom See hinstellen sollen. Da stehen nämlich nie welche. Ach, die trinken da schon. Ja, okay. Vielleicht pirsche ich mich da dann auch einfach noch ein bisschen ran. Und bis dahin könnten ja auch da nochmal welche sein. Man weiß es nicht. Wir gehen einfach mal ein bisschen ran. Vielleicht schießen wir da den einen oder anderen. Das wäre auf jeden Fall top. Tipptopp wäre das. Ja, und zur Not, was hier ganz gut ist, hat man da nochmal eine Freifläche, wo man vielleicht nochmal einen Schuss hinterher setzen kann. Das wäre auch nicht so schlecht. Noch ein zweites Stück oder so. Ja, 150 Meter würde auch schon langsam gehen. Ich gucke nochmal darüber. Ach, da sind die Wölfe auf einmal wieder. Jo, eben habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber jetzt andere Winkel. Dann sieht man sie. Und die sind schon aufmerksam. Deshalb schießen wir lieber, bevor die noch abhauen hier. War ich rechts nicht auch gerade noch eins? Da im Busch. Hat sich versteckt. Ja, steht keins so richtig schön breit jetzt. Könnte da vorne auf den Stich schießen. Würde wahrscheinlich liegen, aber wollen wir das? Ja. Ja, ne? Muss jetzt nicht so. Kann man machen, muss man aber nicht. So, wenn es sich jetzt breit stellt, würde das wieder auch gehen. Einfach stehen bleiben. Ja, ist wieder so spitz. Bleib doch einfach stehen. Jetzt ist das dahinter auch ein bisschen gefährdet. Ach, Scheiße. Na, jetzt bleibt man einfach stehen. Einfach stehen bleiben. Genau. Haben wir den guten Schuss? Da habe ich keinen Kugelfang mehr. Mensch. Rotwild, keine Show. Da steht noch kein Rotwild. Okay. Egal, wir haben zwei Stück. Das ist doch schon mal ganz passend. Aber die haben es spannend gemacht. Spannend gemacht. So. Haben sie nicht wirklich breit gestellt. Aber dann wartet mal halt ein bisschen und irgendwann ergibt sich eine Chance. Also, das ist ja auch alles okay. Schauen wir mal. Aber müssen beide einen guten Schuss haben. Das eine irgendwie eine Lunge, Doppellunge und das andere müsste Herz sein. Sonst wäre es nicht direkt umgefallen. So stark ist mein Kaliber nur auch nicht, was ich verwende. Die 7 mm. Die legt normalerweise nicht ein Stück im Knall, außer bei Herz- oder Hirntreffer. Schauen wir mal. Aber ich denke mal, es sollte Herz sein. Ja, und Lungenflügel. Sehr schön. Und das andere vermutlich auch, oder? Ja, Lungenflügel, Lungenflügel. Ja, habe ich doch ganz gut predicted. Sehr, sehr schön.
Okay. Ja, da haben wir zwei Stück schon mal. Da hinten sehe ich jetzt keinen so schnell. Ich gehe erstmal zu einem anderen See. Der liegt da hinten so in die Richtung. Gucken wir nochmal, ob wir da vielleicht Rotwild sehen. Die kennt ihr aber auch auf jeden Fall schon, den See. Und dann können wir ja nachher nochmal gucken hier. Später kommt dann auch Ibex oder Steinwild hierher, um zu trinken. Dann haben wir vielleicht sogar eine doppelte Chance. Und jetzt kommt alles auf einmal. Wollte mich gerade an den See begeben. Boah, lol, ein Achterhirsch. Und dann sehe ich hier Rotwild und Ibex waren hier eben auch noch. Damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Na, das Rotwild haut ein bisschen ab. Vielleicht kann ich denen so ein bisschen den Weg abschneiden. Wäre vielleicht eine Idee. Aber das hat mich jetzt überrascht. Ich bin gar nicht bis zum See gekommen. Da stehen sie ja. Also eigentlich sollten die jetzt trinken sein. Vielleicht wurden die vom Nachbarn aufgescheucht oder so. Keine Ahnung. Gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob ich die irgendwie nochmal erwische. Sie sind ja so, ja, spitz nach oben gezogen. Vielleicht hat man da nochmal eine Chance. Aber das sieht gar nicht mal, doch, das sieht gut aus. Na, Scheiße. Ja, das ist aber auch nicht wirklich Kugelfang. Da müssen wir noch mal ein bisschen hinterher. Dann könnte das was werden. Schauen wir mal. Wenn die jetzt hier rechts gleich so ein bisschen ziehen, hätten wir vielleicht noch mal eine Chance. Es ist zu spitz. Nee. Die machen es mir zu spannend. Ich gehe da nochmal hinterher und hole euch gleich dazu, würde ich sagen. Ganz spontan. Auf einmal kommt hier ein Rotwild. Ja, hat einen guten Schuss. Auf einmal überrascht mich das komplett aus dem Nichts. Aus dem gar nichts kommt es aber auch. Boah, das damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Joa, ne? Hat aber einen guten Schuss. Das passt. Tödlicher Treffer. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier aus dem Rudel 1 schon mal rausgeschossen. Ich würde sagen, ich gehe lieber zum See. Weil da müsste auch noch ein Rudel sein. Und schauen wir mal. Ich muss den da ja jetzt nicht nochmal hinterher tapern. Die haben schon genug Druck bekommen gerade. So, am See angekommen, sehe ich da hinten Rudel Rotwild. Plan ist, ich gehe einmal auf die andere Seite, damit ich besseren Kugelfang habe. Weil so ist es ein bisschen schwierig jetzt. Also, ich glaube, es macht mehr Sinn, von hier zu schießen. Wie weit ist denn das jetzt? Theoretisch würde das eine gut stehen da. 200 Meter. Ja, das ist machbar. Müssen wir nicht ganz rumgehen. Bitte bleib stehen. Sonst habe ich gleich keinen Kugelfang mehr. Schnuffi, du Arsch. Ja, ich habe eh keinen Kugelfang mehr. Oder da hätte ich jetzt. Ja, das geht. Und das liegt auch. Och nö, das hat einen Scheißschuss. Ach, Scheiße. Ja, wenigstens hat das erste einen guten Schuss und liegt. Aber das zweite, was habe ich denn da gemacht? Ach, Mann. Ja, wir müssen auch nur noch zwei schießen. Also das eine liegt. Das andere ist eine Nachsuche. Habe ich zu tief gehalten? Laufschuss? Aber getroffen habe ich da auf jeden Fall.
Habe ich denn da gemacht, Jens? Ich kann ehrlich nicht sagen, wo der Schuss liegen könnte. Ich hätte gesagt, ich bin gut auf dem Blatt abgekommen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ach Mann. Das tut doch nicht Not jetzt hier noch auf den letzten Drücker. Naja, wir haben schon wieder bei. Hat ja auch mal wieder was zu tun. Man kann es auch positiv sehen. Naja, eigentlich ist am Krankschießen nicht so viel positiv zu sehen. Aber naja. So, das hier ist das erste Stück. Es liegt auch. Hat einen guten Schussdruck bei der Long. Dann schauen wir uns mal hier den Anschuss an. Ja, das geht aber. Schnuffi, such mal nach. Das liegt. Ziemlich sicher. Doch, doch. Doch, 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 doch. Das glaube ich schon. Es hat jetzt vielleicht nicht den besten Schuss. Habe ich vielleicht zu wenig vorgehalten sogar. Aber es sollte schon liegen. Hab zwar jetzt nicht das stärkste Kaliber verwendet und so, aber auch wenn das so der Menge schweißt, dann ist das schon ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Schnuffi haben wir auch noch dabei. Also, wir werden es auf jeden Fall finden, so ist es nicht. Und dann haben wir das auch fertig, das Rotwild, den Abschussplan. Sind wir da durch. Müssen da nichts mehr machen. Und dann können wir uns voll und ganz aufs Steinwild konzentrieren. Denn da müssen wir noch 4 Stück schießen. Aber auch das sollte man hinkriegen, denke ich. Jetzt auch nicht mit so viel Mühen. Habe ich ja sogar schon mal geschafft, innerhalb von 5 Minuten 4 Stück zu schießen. Also, ja, liegt alles im Rahmen des Möglichen. Wir haben ja auch noch ein bisschen. Und zur Not nächste Folge. Sollte eigentlich eine Spaßfolge werden, aber ich glaube, das können wir auch so umsetzen. Dass wir da. Oh. Also, wenn wir jetzt nochmal die Chance bekommen. Aber ich bekomme keine Chance. Nee, dann lassen wir es lieber. Zu weit. Also ich habe da angehalten, wo jetzt die Maus ist. Und dann triff ich hier. Das kann mir ja keiner erzählen. Egal. Also, so eine langsame Kugel habe ich ja noch nie gesehen. Können noch mal gucken. Vielleicht kriegen wir da noch ein Stück Rotwild. Würde ich jetzt fühlen. Würde ich auch noch mitnehmen. Und sonst gucken wir gleich mal Richtung Ibexer, dass wir da auch noch mal vorankommen. Ja, das könnte noch mal klappen. Das ist ein Hirsch. Oder? Ja, es ist aber ein Vierer. Den können wir schießen. Und der liegt auch. Oh, da kommt noch mal Kabel. Kommt noch mehr Kabel? Nein. Egal, dann hat es mit dem Vierer-Hirsch wenigstens gepasst. Sehr schön. Sehr sehr schön, wenn nicht sogar bestens. Ja, so ein Vierer-Hirsch, das macht auch immer noch mal Spaß. Ich muss ja sagen, ich habe eher so ein Faible für kleine Hirsche. Ich mag gar nicht mal so Achter oder Neuner oder so. So ein, ja, Schierer, Vierer, Dreier, Fünfer, Sechser, das ist schon was Schönes. Und das Kalbe da hinten lassen wir jetzt auch in Ruhe. Sehr schön. Kudi, dann sind wir damit fertig. Ja, auch ein bisschen weiter hinten leider. Aber gut, das ist doch meine Trophäe. Schier. Sehr schön. Okidoki. Dann würde ich sagen, gehe ich mal ein bisschen weiter und wir schauen, dass wir mal ein paar Ibexe bekommen. Nichts mit Ibexen. Ich bin weiter gepirscht. Und da hinten ist ein Neuner. Rothirsch. Tatsächlich läuft er genau in die Richtung, wo Jannis gerade pirscht. Der könnte genau auf ihn zulaufen, wenn er Glück hat. Ja. Ist noch ein bisschen Zeit, bis Ibexe Trinkzeit haben. Deswegen, ich würde schon mal probieren, so einen starken Hirsch zu schießen. Auch wenn ich gerade eben erst gesagt habe, ja, ich mag nicht so große Hirsche, aber ja, wenn man denn schon mal einen vorhat, ne, dann reizt einen das schon ein bisschen. Aber ich würde es auch Jannis gönnen. Also, schauen wir mal. Aber ich denke mal,
Einer von uns beiden könnte es schaffen, den zu erlegen. Schauen wir mal, was wird. Also, es hat geklappt mit dem Neuner Hirsch. Da kommt auch der erfolgreiche Schütze, Janis Weidmannsthal. Hartmanns Dank. Ei. Der hat aber auch ein paar Stangen dran. Alter Schwede. Sehr, sehr schön. Und das Beste ist, das ist dein erster Neuner, ne? Das ist mein erster, ja. Das gönne ich dir, den habe ich dir schön zugetrieben. Danke. Sehr, sehr gut. Das hat doch sehr gut geklappt. Sehr schön. Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Ibex-Jagd. Södele. Also, das war's für dieses Video, würde ich sagen. Ich bin jetzt zwar noch mal am See angekommen, aber es ist noch keine Trinkzeit für Gredos. Ibexe und ja, wir haben auch schon ganz gut was zusammengekriegt an Abschüssen und auch freut mich vor allen Dingen nochmal, dass der liebe Jannis seinen neuen Hirsch geschossen hat. Top, top. Rotwild brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Also, damit sind wir soweit fertig. Letzte und nächste Folge ist dann, ja, demnächst und da werden wir auf jeden Fall Niederwild ein bisschen angehen und vielleicht sehen wir auch doch noch den einen oder anderen Ibex, wenn nicht irgendwer anders den schießt aus dem Revier oder die schießt. Das schauen wir mal. Aber auf jeden Fall Fasanen und Hasen, das ist schon mal ein Ziel für die nächste und letzte Folge. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann abonniert mich gerne, aktiviert die Glocke, verpasst ihr nichts mehr und wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne ein Like und Kommentar da lassen. Dann sieht man sich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und ciao.